Simon? Hallo, ja. Hallo Simon. Hallo Simon. Hallo Conny. Das ist aber sehr lieb. Freut mich sehr. Die Blumen sind für Sie. Das ist lieb. Dankeschön. Dann habe ich ganz recht. Vielen Dank. Das erste Mal, dass ich sowas mache. Also noch nie so eine Kontaktanzeige, noch nie. Sie? Ja, nee, also ich habe schon ein, zwei Blind Dates gemacht. Das ist relativ lange her. Seitdem auch nicht mehr. Also ja. Ich habe da einfach Schwierigkeiten. Ich bin ein bisschen so der schüchterne Typ, aber wenn ich sie so sehe. Also sie sind wirklich, also sie sind bezaubernd, wenn ich das so da habe. Aber ich bin auch angenehm überrascht. Also das kann ich Ihnen sagen. Man hat ja auch oft Typen, die wissen gar nicht, wenn ich vom Theater erzähle oder von einem Museum, was auch immer, die wissen gar nicht, wovon ich spreche. Das kann man mir vorstellen. Was sind Ihre Hobbys so? Ist das Theater, Museum? Sind Sie sehr, sehr kulturell interessierter Mensch? Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Ich habe gerade im Hotel habe ich mir ein paar Pornos angeguckt. Das finde ich so ein bisschen geil. Nee, das ist ja. Ey, nach Pornos habe ich immer solchen Bock zu vögeln. Also wirklich. Das geht mir schon mitten im Porno so, ehrlich gesagt. Wie sieht's denn aus? Sie sagen gerade, Sie sind im Hotel hier. Vielleicht ich bin im Hotel. Können wir nicht zu Ihnen gehen, schauen? Einfach ein paar Pornos oder so? Ja, gerne. Ich habe auch noch eine Digitalkamera dabei. Können wir uns mal filmen vielleicht? Sie selber so filmen? Sie mich? Ja, na klar. Aber das geht? Vielleicht mal so eine schöne Großaufnahme oder so. Ja, toll. Gerne. Gerne.